Der Tirolerin Gabriela Erhatter vom Union Raiffeisen Radteam Tirol steht die Gesamtgewinnerin der Premierensaison in der ÖRV Frauenradliga vor dem finalen Abschlussrennen beim heurigen Grand Prix in Kleinengersdorf schon fest. Trotzdem geht es für die Athletinnen noch um den prestigeträchtigen Sieg beim klassischen Abschlusskriterium des Straßenjahres und gleichzeitig um die österreichischen Meisterschaften im Kriterium. Diese Siege gehen an Veronika Windisch von Kukina Graz. Der 1,6 Kilometer lange Rundkurs muss 21 Mal umrundet werden. Insgesamt haben die 25 Starterinnen also 33,6 Kilometer vor sich. Bis zur Hälfte des Rennens gibt Katharina Macher vom Union Raiffeisen Radteam Tirol das Tempo vor. Mit Rundenzeiten von knapp unter 2,5 Minuten liegt der Schnitt bei 40 km/h. Gabriela Erhatter muss wegen eines Defekts in der fünften Runde das Rad wechseln und verliert den Anschluss an die Spitze. Jede dritte Runde ist eine Sprintwertung. Die ersten 5 Punkte holt sich Veronika Windisch vom Team Kukina ABÖ Askö Graz. Auch die folgenden 3 Sprintwertungen kann die 39-jährige Olympiateilnehmerin im Shorttrack als Schnelllauf für sich entscheiden und damit jeweils 5 Punkte sammeln. Ihre Teamkolleginnen Karina Schremp und Petra Czanko sammeln die meisten Punkte bei den Zwischensprints auf den 21 Runden. Gabriela Erhatter kann wieder gemeinsam mit Manuela Hartl an die Spitze heranfahren und sich erneut vorne einreihen. Veronika Windisch hat bei den Zwischensprints bereits genügend Punkte für den Tagessieg gesammelt, als es in die letzte Runde geht. Den Zielsprint und damit auch die 10 Punkte holt sich hier die Ungarin Petra Czanko. Windisch kann noch 6 und Karina Schrempf 4 Punkte einsammeln. Der Tagessieg geht mit 31 Punkten an Veronika Windisch. 22 Punkte holt sich Karina Schrempf und die Ungarin Petra Czanko komplettiert mit 17 Punkten den Dreifacherfolg für das Team Kukina ABÖ Askö Graz. Veronika Windisch darf sich damit über ihren ersten Sieg in einem Ligarennen freuen. Also ich glaube, wir haben teamtaktisch eine sehr gute Leistung vollbracht. Mit den Punkten haben wir Gott sei Dank jemanden, der für uns zählt und uns immer wieder informiert hat darüber. Mir wird zu Sarah Reike, so wie gesagt, jedes Mal, wenn sie da ist, ist das so ein hartes Rennen. Also sie hat es echt hart gemacht, aber natürlich, es war anstrengend, aber wie soll ich sagen, wenn man dann im Ziel ist, ist die Erleichterung da und dann vergisst man alle Anstrengungen. Und vor allem, wenn man gewonnen hat, ist die Freude natürlich umso größer. Windisch holt sich damit auch den Staatsmeistertitel im Kriterium. Silber geht an Karina Schrempf und Bronze an Sarah Reikes, die sich an ihrem ersten rennfreien Wochenende gleich wieder aufs Bike schwingt, nachdem sie die Woche zuvor bei Paris-Roubaix im Einsatz war. Also ja, hart war beides, vielleicht auf unterschiedliche Art und Weise. Also ja, ich meine, dann bei Paris-Roubaix dabei sein zu können, das war ein Wahnsinn. Ich bin da schon sehr stolz drauf. Ich habe gelitten wie noch nicht oft, habe Schmerzen gehabt wie auch noch nicht oft. Kurz danach haben wir gedacht, nie wieder. Jetzt würde ich sagen, ja, passt, in 6 Monaten fahre ich wieder. Und ja, es haben wirklich mich viele Leute darauf angeredet, was toll ist, weil somit heißt es auch, dass viele Leute es mitgekriegt haben, dass es jetzt für Frauen gibt. Und das macht dann schon stolz und ist schön. Der Gesamtsieg in der ersten Frauenradligasaison geht als konstanteste Fahrerin mit 990 Punkten an Gabriela Erhatter. Wo sieht sie als Quereinsteigerin nach der ersten Ligasaison ihre Stärken? Ja, ist schwierig. Es ist alles komplett unterschiedlich. Also am Anfang denkt man sich immer so, also ganz am Anfang, wo ich angefangen habe, Radl fahren, die Bergrennen liegen mir. Wobei ich jetzt drauf gekommen bin, dass Bergfahren eigentlich nicht unbedingt mein Spezialgebiet ist, sondern eher als Zeitfahren jetzt, sich da, dass ich mich zur Zeitfahrerin entwickelt habe. Das ist heute wo mein erstes Kriterium. Ich habe gar nicht gewusst, was auf mich zukommt, aber es hat auch Spaß gemacht. Ich komme jetzt gar nicht für einen Favoriten entscheiden. Mit 742 Punkten belegt Nadja Heigl Platz 2. 622 Punkte kann Barbara Mayer einfahren. Für sie ist es nicht nur das letzte Rennen der Saison. Ja, es ist heute mein letztes Rennen auf der Straße gewesen. Ja. Ich vertschüss mich. Ich werde jetzt wieder umsteigen, ein bisschen aufs Mountainbike, aber ich werde keine großen Sachen mehr machen. Und sage jetzt Dankeschön für diese schöne Zeit.
Die U23-Gesamtwertung geht an die Steirerin Sarah Berntaler vom Kukina Graz Team vor Tina Berger-Schauer von Union Rennrad Team Pilachtal und Petra Cianco. Bitte um einen kräftigen Applaus für das Team aus der Steiermark, Team Kukina, AB Askö, Graz Radleistungsmodell. Die erste Saison der ÖAV Frauenradliga ist damit Geschichte. Ich finde es super, dass sie sowas für die Frauen auch gemacht haben und der Damenradsport auch einen höheren Stellenwert bekommt dadurch. Dass das der österreichische Radsport auf die Beine gestellt hat, es ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, in eine wichtige Richtung und einfach toll, ja, dass die Frauen und die Mädels so gefördert werden in Österreich jetzt da. Ja, ich war sehr positiv überrascht. Also ich habe nicht gewusst, was da auf uns zukommt und es macht extrem viel Spaß, mit so vielen Damen am Start zu stehen. Das haben wir die letzten Jahre nicht gehabt und heuer war das einzigartig und für mich wirklich ein Genuss. Die Startanzahl von den Damen und das Allgemeine, es ist einfach super. Es macht wirklich Spaß, mit einem so großen Feld zu fahren. Es war irrsinnig attraktiv, weil einfach so viele Mädels und Frauen da waren. Und es ist ein gutes Konzept und ich freue mich natürlich, was weiterhin kommt und wie sich das entwickelt. Es war das erste Jahr, das ist wahrscheinlich etwas ganz Besonderes für jeden von uns, vom ganzen Team. Und deshalb, ja, ich würde es gerne wiederholen. Der ÖAV hat versucht, letzten Winter der Radliga ein bisschen einen neuen Touch mitzugeben. Gemeinsam mit der Sportabteilung und Christoph Bebrinicek sowie im Projektmanagement und Christoph Hugel haben wir versucht, die Radliga der Frauen ins Leben zu rufen. Wir haben mit unseren Veranstaltern gesprochen, mit den Teams, mit allen unseren Stakeholdern und das Engagement war wirklich überraschend gut. Daraufhin sind wir wirklich mit großen Hoffnungen in die Saison gestartet und wir werden jetzt da das alles evaluieren, was die letzten Monate passiert ist und werden nächstes Jahr auf jeden Fall mit einer Herrenliga und einer Frauenliga wieder zurück an den Start kommen. Und wir freuen uns wirklich sehr.